Seefische Krise aus dem Osten und damit herzlich willkommen zum nächsten Beer Review. Wir stellen euch heute das Guinness Bier vor. Schauen wir uns dazu erstmal die Verpackung an. Also wir sehen hier den Schriftzug Guinness. In erster Linie sehen wir nichts. In erster Linie sehen wir. Doch, wir sehen was. Diese goldene Verzierung auf der schwarzen Flasche. Da sehen wir, dass es eine Dose ist und keine Flasche. Ja, und hier sehen wir das Wichtigste. Das Pfandetikett. Das Ganze hat 4,2%. 440 Milliliter sind da drinne. Und man sollte es nicht während der Schwangerschaft trinken. Oh, Max, scheiße. Der Mager-HIV-Patient ist außerdem noch schwanger. Hier, das Oberteil der Dose ist nicht silber oder weiß wie sonst, sondern leicht golden. Was natürlich nicht echt ist. Hier sehen wir nochmal einen Schriftzug. Warte, falsch rum. Der natürlich nicht auf Deutsch ist. Doch, der ist auf Deutsch. Habe ich mich kurz noch verlesen. Ja, weiter geht's dann mit der Geschmackskontrolle, die ihr nach einem kurzen Cut sehen werdet. So, weiter geht's mit der Geschmackskontrolle. Außerdem kommt das Bier aus Dublin, Irland, wie wir gerade rausgefunden haben. Nicht das, Hamburg. Nicht Hamburg. Nie, kein Bier kommt aus Hamburg. Astra. Ja, Astra kommt aus Hamburg. Weiter geht's mit der Geschmackskontrolle. Ja, dieses Bier schmeckt sehr schaumig, muss man sagen. Leicht nach Kaffee sogar. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Patienten, der hier kein HIV hat. Jawohl, das bin ich. Der magere Lockenkopf. Der lockige Kamerad. Hat ein sehr starkes Kaffeearoma. Und man schmeckt die rothaarigen, dickbäuchigen, mit Sommersprossen übersäten Engländer echt raus. Irländer. Alles dasselbe. Shoutout an Mr. Geisler. Ihr Urteil dazu? Nee. Ne, also der Kamerad säuft das nicht mehr. Deutsches Bier getrunken. Nicht so lecker. So, also ich muss sagen, man schmeckt natürlich erstmal das, also es schmeckt wirklich irgendwie nach Kaffee, aber es hat auch, also man, es ist ja hier vor allem Gerste drin, und es ist Schankbier, das schmeckt man auch. Also ist jetzt nicht so meins, aber das kann man schon mal trinken. So, der nächste Kamerad wird nun dieses Bier verkosten. Hier gibt's schon wieder leichte schwule Anfälle. Ich finde, es schmeckt extrem freudig. Ja, der nächste wird's verkosten. Okay, Kamerad, ich bin Genosse. Die Tür ist gerade aufgegangen und dieser Kamerad ist verschwunden. Schmeckt wirklich nach Kaffee. Komplett nach Kaffee, Emily. Kaffee. So, das war's dann mit dem Video. Abonniert Sauftopia auf YouTube und Instagram. Kommentiert dieses Video, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und lasst ein Like da. Und kauft mehr Webergrills.